Was backen wir denn jetzt noch da rein? Also was Schweres muss noch da rein. Sowas wird denen auch gefallen. Sowas geht auch. Boah, und das muss immer. Ey, Junge, Junge, langsam wird es aber eng da in dem Karton. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxenwelt. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich weiß, ich sehe total fürchterlich aus. Das ist leider dem geschuldet, dass mich tatsächlich eine Erkältung heftig erwischt hat. Warum drehe ich jetzt trotzdem dieses Video? Weil meine lieben Abonnenten auf ihr Paket warten. Und zwar geht es um das Trash-Wanderpaket der Abonnenten. Die möchten natürlich gerne wissen, was ich in ihr Paket packe. Und wir haben ausgemacht, dass es heute startet. Also für euch dann morgen, aber ihr wisst, was ich meine. So. Und die möchten natürlich sehen, was da drin ist, damit ich dann direkt das Paket dann heute zur Post bringen kann. Es haben sich jetzt zwei Gruppen gefunden. Ich meine mit 9 Teilnehmern jeweils. Und dementsprechend werde ich beide Pakete aber gleich packen. Der Inhalt wird sich dann nicht unterscheiden, außer bei einem Teil, da ist das Package etwas anders. Aber ansonsten sind die Teile alle gleich. Ich zeige euch sie mal und halt dann auch meinen Abonnenten. Ich freue mich, wenn die anderen Abonnenten da auch ein bisschen Spaß bei haben, sich das anzugucken, was wir denn jetzt in diesem Abonnenten-Trash-Wander-Paket so auf die Reise schicken werden. Weil es waren doch einige, die gesagt haben, oh, ich hätte auch Spaß dran, aber ich möchte es gerne erst noch gucken. Andere hatten dann geschrieben, oh Mensch, ich habe das nicht mitbekommen. Ja, die Plätze, selbst die Nachrückerplätze waren jetzt halt besetzt und deswegen, wir gucken mal, wie diese Aktion jetzt läuft in beiden Gruppen. Und wer weiß, ich bin ja verrückt genug, dass ich vielleicht nochmal sowas mache oder beziehungsweise ich hoffe erstmal, dass das jetzt mehrere Runden laufen wird. So, ich zeige euch, was drin sein wird. Also, fangen wir mal mit diesem verhassten Teil an. Obwohl, wer weiß, vielleicht sind da wirklich zwei bei, die sagen, ja, genau, zwei, also jeweils einer. Ach Gott, ihr wisst, was ich meine. So, die vielleicht sagen, oh toll, ich habe den noch nicht, den möchte ich unbedingt haben. Und wovon rede ich? Von unserem Melusin, von dem Roller. Der ist ja wirklich nun auch gut. Es ist nicht wie dieser Guascha, muss man ja dabei sagen. Und der schaut so aus. Und wie gesagt, vielleicht ist da so der eine oder andere, die den noch nicht hat und die sich dann freut, dass der damit in dem Paket drin sein wird. Es läuft übrigens genauso ab, wie es auch bei uns auf YouTube mit den Kolleginnen abläuft. Das heißt, ich schicke das Paket an die erste Person auf der Liste und die schickt es dann wieder weiter und so weiter und so weiter, bis es irgendwann wieder bei mir ankommt und dann mache ich auch wieder ein Video. So, dann habe ich mir überlegt, ich habe ja mehrere Videos über Nietzsche Beauty Lab gemacht. Also macht es ja auch Sinn, dass die etwas von Nietzsche Beauty Lab bekommen. Und zwar habe ich dann hier die Detox Eye Contour Creme. Dann das Gesichtsserum. Dann die Gesichtslotion. Und was das Paket jetzt mal wieder richtig schwer machen wird, die Cleanser. Ich zeige euch nochmal, damit ihr euch da vielleicht nochmal dran erinnert. Diese riesen Flasche Reiniger. Also da kommt man wohl, glaube ich, eine Weile mit aus. Die gehen auch zweimal auf die Reise. So, dann was Kleines. Kleiner Gruß von Herzen. Badekristalle. Dann ebenfalls zum Baden. Eine Portion Liebe, die ich euch mitschicke. Dann zweimal Peeling, Creme Peeling mit natürlichen Ingwer Peeling Körnern. Geht auch zweimal auf die Reise. Dann ein Pinsel muss immer dabei sein. Wo ein Pinsel ist, darf Lidschatten nicht fehlen. Dann Masken. Masken von Asam. Dann natürlich mein Markenzeichen.
Die Schneckchenmaske. So, und das, wie gesagt, das, was unterschiedlich ist, aber beides Isana Creme Dusche, halt nur anderes Package, einmal Rose, einmal, mit was bist du denn? Find Your Balance, Kirschblüte und Litchi. So, dann noch, er ist noch nicht vorbei, Camouflage Stick von Catrice. Also ich habe insgesamt 20 Teile für die Gruppe gepackt, also habe mich da jetzt auch nicht lumpen lassen, weil es soll wirklich ein Dankeschön sein, was ich zurückgebe an meine treuen Abonnenten, wo ich mich so freue. So, und dann haben wir hier zweimal die Limited Edition Eyeliner. Die sind so dunkel. Aber macht wunderschön, wer es benutzen kann, perfekt. Dann Trended Up, der Super Glow. Dann zweimal Body Butter und Körperpeeling als Geschenkset. Dann zweimal Lidschattenpalette, die so aussieht. Und zweimal, ihr habt es vielleicht in meinem Revolution Haul gesehen, die Revolution Pandemonium Pigment Palette. Die schaut. Na, geh auf. So, die schaut. So aus. Also, ich denke, da habe ich jetzt zwei Hammerpakete gepackt, über die sich dann jeder freut. Und ich verlasse mich einfach mal drauf, dass jeder jetzt so fair ist und dran denkt, dass der ihn nach ihm und nach ihm und nach ihm oder nach ihr, nach ihr, nach ihr auch gerne was Schönes hätte und nicht einer hingeht, sich alles rausholt. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Das sind alles ganz nette Mädels, Damen, wie auch immer. So, meine Stimme will nicht mehr. Ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle. Wie gesagt, ihr werdet dann in ein paar Wochen nochmal ein Video zu sehen bekommen, wie sich das Paket von dem Abonnenten-Trash-Wander-Paket weiterentwickelt hat. Tschüss!